Hi meine Freunde, heute geht es nochmal um ein Video zu OPC und zwar, warum ist diese Kombination so mega sinnvoll, die ich zum Beispiel mache, OPC, Arginin, Vitamin C, ja? Warum ist sie so mega sinnvoll? Der Schlüsselpunkt bei diesen Sachen ist, dass sie sich alle kombinieren, die verbinden sich, ja? OPC verbindet sich mit Vitamin C und Arginin verbindet sich auch mit Vitamin C oder mit OPC und das ist einfach der Punkt, ja? Erstmal wirken die alle synergistisch miteinander. Ja, OPC wirkt blutverdünnt, wirkt auf Elastin, bindet sich zum Beispiel an Elastin, ist gut für die Blutgefäße. Ja, Arginin ist für die Endothelfunktion wieder verantwortlich, sorgt dafür, dass die Adern schön geschmeidig werden und sich schön dehnen können und beweglich sind, ja, und nicht verkrampfen und dick sind. Und Vitamin C ist der Kollagenaufbau überhaupt. Unsere Gefäße bestehen aus Kollagen, ja, die haben eine Kollagenwand. Und deswegen alles wirkt auf Blut und auf die Gesundheit der Blutgefäße aus, ja, und auf das Blut allgemein. Und deswegen ergibt das schon mal Sinn, die Wirkweise von allen drei. Und dann gibt es noch Studien, jeder weiß, dass OPC die Wirkung von zum Beispiel Vitamin C verzehnfacht, ja. Das ist ein Reprodukt, wie sagt man, Replikant. Es reproduziert kaputtes Vitamin C, ja, genau wie Alpha-Liponsäure zum Beispiel. Und es gibt genauso andersrum Studien, zum Beispiel Arginin. Wenn man Arginin zum Beispiel bei Menschen mit erektiler Dysfunktion verabreicht, ja, dann kriegen nur 5% eine bessere Erektion. Mit OPC steigt es auf 92%. Ja. Die Studien kann ich euch unten verlinken. Gibt es einen schönen Artikel dazu. Da wurde das OPC aus Pinienrindenextrakt damals gewonnen und dann wurde diese Studie durchgeführt. Und dann hat man das festgestellt. Also wie man sieht, OPC verstärkt auch die Wirkung von Arginin massivst, ja. Und da ist auch die Wirkung von Vitamin C verstärkt, ja. Dann ergibt das einfach mega Sinn, diese drei Sachen zusammenzunehmen, ja. Das wollte ich euch sagen, warum ich das so nehme. Ich nehme diese drei Sachen für morgens immer auf nüchternen Magen. Wenn ihr Lust habt, dass ich das euch zeige, wie ich das nehme, ja. Es gibt auch Videos, da schreiben Leute halt nicht unter meiner, aber über andere Leute, die über Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sprechen, da sagen die Leute, na, das nimmst du ja vielleicht gar nicht. Ja? Du stellst das vor, aber du nimmst das gar nicht. Also deswegen wollte ich hier, das ist einfach jetzt nur eine Spaßsache, aber wenn ihr Lust habt, wenn ich 20 Likes auf dieses Video kriege, dann mache ich ein Video, also daran sehe ich dann, dass ihr das wollt. Ja, dann mache ich ein Video, wie ich das live vor euch nehme. Ja, ich mache dann ein Video, wo ich das einnehme, ja, direkt vor euch. Ich werde das dann alles dosieren und ins Glas tun und dann auch trinken, ja. Dass ich das wirklich nehme, ja, hier OPC, ja? Mit der Kombination. Ja, das wollte ich euch nur wissen lassen. Diese Kombo ist mega, mega effektiv. Warum habe ich gerade erklärt und ansonsten, Leute, kurzes Video und wir sehen uns. Irgendwann seht ihr auch die ganze Review zu OPC, ne? Hab noch ein bisschen Geduld und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao.